Hallo, was machen Sie daran? Ja, auf Twitch hat man eine lustige Idee, was man denn so in Blender machen könnte. Und wir sind drauf gekommen, wie wäre es denn, wenn wir einfach eine Pokémon-Fusion machen? Kurz zur Erklärung, wenn ihr nicht wisst, was es ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Eine Pokémon-Fusion ist eine Fusion aus zwei Pokémon. Also man nehme Pokémon 1, Pokémon 2, manche die zusammen und habe ein neues Pokémon. Dafür gibt es auch eine Seite im Internet. Ich verlinke die euch unten in der Beschreibung, wenn ihr die nutzen wollt. Wir haben uns dazu ausgesucht, ja, komm, wir bleiben jetzt erstmal simpel, nehmen Generation 1. Das kennen die meisten Leute aus meinem Chat. Ja, bleiben wir dabei. Und wir haben rausbekommen einmal Omot und einmal Kikli. Die beiden Modelle, die ihr gerade seht, die habe ich nicht selber modelliert. Die habe ich aus dem Internet runtergeladen. Ich verlinke euch auch hier die Seite. Aber hier aufpassen, nutzen auf eigene Gefahr. Es kam die Frage schon im Chat bei mir, kann man das nicht für ein eigenes Spiel nutzen? Macht es lieber nicht. So Fanart-Geschichten sind eine Grauzone, die können okay sein, aber wie gesagt, nutzen auf eigene Gefahr. Nutzt das nicht für Spiele, nutzt das für Fanart-Sachen, dann kann man das noch vertreten. Aber wie gesagt, seid ein bisschen clever, was das angeht, bisschen aufpassen und ja. Wie gesagt, ich habe mir ein Kikli und ich habe meinen Omot geholt und hat manchen mir jetzt in Blender einfach zusammen. In dem Fall war es relativ einfach. Ich habe mir die Fusion aus der App geholt, einen Screenshot gemacht und einfach geguckt, welche Teile hat die App genutzt und habe das so als Inspiration genommen. Mich dann im Laufe des Modellierens ein bisschen entschieden, dass ich ein paar Teile mehr hätte. Auf dem Bild ist zum Beispiel diese Hörner, Fühler, was auch immer am Omots Kopf dran ist, die sind nicht vorhanden, aber die hätte ich gerne behalten, weil ich einfach cool fand. Und ich habe auch die Ärmchen übernommen. Ist dann halt doch eher mehr zum Rippen geworden als zu Armen. Aber ich fand die ganz cool, die habe ich behalten. Und habe mir das halt selbst so ein bisschen zusammengestellt. Ja, wie ihr seht, habe ich in der Zwischenzeit nicht ein bisschen aufgepasst. Ich dachte, Symmetry wäre an. War es nicht. Ich hatte dann halt Einhorn geformt, wie ich das möchte. Ich wollte das nicht ganz so gerade haben. Ich wollte ein bisschen mehr Kurve drin haben. Nicht so schlimm, das ganze Ding ist ja eh symmetrisch, also einmal in der Mitte durchschneiden, eine Hälfte löschen, Mirror Modifier drauf, zack, haben wir es wieder. Zwischenzeitlich war ich auch mit den Augen ein bisschen verwirrt, wie die aufgebaut wurden. Und da habe ich einfach Teile gelöscht und habe einfach nur die äußerste Kugel behalten als Augapfel und die innerste Kugel als Pupille. Ich glaube, so Mittelding war noch ein Augenglanz. Das habe ich jetzt einfach weggemacht. Das war jetzt für mich nicht so wichtig. Kann ja jeder machen, wie er möchte. Und ich wollte mich jetzt auch nicht großartig damit beschäftigen, wie die ganzen Modelle halt so aufgebaut sind, was der Sinn dahinter ist. Und ja, habe mich dann halt entschieden, ich lösche es einfach und mache die Kugel komplett. Wir hatten auch zwischenzeitlich einfach überlegt, ob wir den Schweif oder das Hinterteil von Omot behalten. Wollte es erst einfach plump an Kikli dran machen, sah dann doch sehr affig aus. Vorschlag aus dem Chat war, das Ding sieht doch eh auch schon wie ein Ei aus. Also wieso machen wir nicht einfach ein Ei draus? Hab das unten ein bisschen abgeflacht und tada, jetzt hat unser Pokémon auch noch Nachwuchs, es hat ein Ei. Und da das ja schon alles gerickt war, hat mir einfach auch eine kleine Pose schon gemacht für später, dass man ein kleines Fotoshoot machen kann, in dem die stolze Mutter ihr Ei präsentiert. Und ja, die ganze Arbeit mit den UVs erspare ich euch. Das meiste ist nicht so spannend. Ich habe die Flügel behalten, also das Innere von den Flügeln für oben, das für unten und das Ei habe ich einfach behalten, so wie es ist. Es hat mir gefallen. Das andere habe ich einfach genommen und einfach alles auf eine Textur gepackt. Das war ja, sind ja zwei verschiedene Modelle, habe das einfach ineinander geschoben und so auf eine Textur gepackt, dass ich es halt einfach leichter habe für mich, dass ich nur eine Textur rausrendern muss und nicht fünf. Ja, wie gesagt, halt Flügel oben habe ich behalten, Flügel unten und Ei, das waren halt schon zwei Texturen und jetzt meine zusammengewanschte Textur. Ich wollte halt für Flügel unten und Ei war, hat Überschneidung gegeben, das konnte ich jetzt nicht alles auf eine packen. War auch zu faul, das vernünftig dann halt auseinander zu dröseln, übereinander zu packen, dass ich halt vielleicht nur zwei Texturen hatte. Deswegen habe ich das erstmal so gelassen und den ganzen Käse ab in Substance Painter rein. Ja, in Substance Painter habe ich dann halt erstmal alle Texturen übernommen, die ich behalten möchte. Ich möchte die halt noch ein bisschen modifizieren. Ich wollte erst alles tunmäßig machen. Zwischendrin haben wir uns dann anders entschieden und haben gesagt, komm, wir gehen noch ein bisschen mehr die realistischere Schiene, machen da ein bisschen Struktur drauf und machen das halt einfach ein bisschen anders da. Und war Vorteil für mich, war für mich am Ende einfacher, weil ich muss zugeben, ich war ein bisschen faul, was Texturieren angeht. Ich habe nichts handpainted. Ich habe viele Sachen einfach mit verschiedenen Masken und Noises und so weiter gemacht, einfach um es simpel zu halten. Ich wollte jetzt nichts großartig Komplexes machen. Das war halt eine Übung, um wieder reinzukommen. Ich hatte ja eine längere Zeit einfach ein Päuschen gemacht von Blender und von Substance Painter. Das ist eine schöne Übung, um wieder reinzukommen. Einfach Quatsch machen mit verschiedenen Sachen und ja. Gesagt habe, erstmal alles grob eingefärbt, wohin welche Farbe, wo was eingeteilt ist und habe dann nach und nach halt verschiedene,
ja, Masken benutzt, um das alles zu machen. Zwischendurch, ich habe ich auch noch mal gemerkt, ich sollte das ganze Ding vielleicht baken, auch wenn ich keine High-Pulli, Low-Pulli-Ding habe. Ich habe einfach ein Low-Pulli auf Low-Pulli-Bake gemacht. Also ich habe das Mesh mit sich selbst gebaken, dass ich halt vielleicht eine gute Curvature und eine, ja, Ambient Occlusion kriege. Das sind die Sachen, mit denen ich meistens arbeite, mit den Masken. War bei dem Modell okay. Und ja, habe mir dann so nach und nach einfach verschiedene Sachen angeguckt und einfach irgendwas genommen, was mir gefällt. Hier und da halt, ich glaube, ich habe ein paar Striche per Hand gezogen, aber das meiste über Masken und Noises. Bis ich einfach mit dem Ergebnis zufrieden war. Eine Metallic rein für Kiefer, Zangen, nenne ich es jetzt mal, und Grippchen. Ja, und einfach geguckt. Ein bisschen Roughness rein, einfach ein bisschen Variation rein. Gesagt, nichts großartig Kompliziertes, nichts Spektakuläres. Ich habe es mir wirklich, muss ich sagen, halt einfach. Einfach gemacht, muss ja auch mal sein. Was ich auch ganz faszinierend fand, umso mehr Struktur wir da reingebracht haben, umso mehr ja, Texturen wir dazu machen, neben der Farbe, umso cursed sah das Ganze aus. Ich meine, das ist eine Pokémon-Fusion, die sehen an für sich immer ein bisschen cursed aus. Und es gab eine lustige Diskussion im Chat, aus was so Pokémon eigentlich bestehen. Haben die jetzt Fell, haben die nicht Fell? Gerade bei Kickley haben wir überlegt, aus was ist er so gemacht? Sind dann zu dem Entschluss gekommen, okay, für alles, was jetzt rosa ist, das ist jetzt nur normale Haut, habe ich einfach eine sehr, sehr, sehr grobe Menschenhaut genommen. Die habt ihr, seht ihr auch unten diese ganzen Materialien, das sind die Substance Paint, eigenen Materialien, die ich einfach genutzt habe. Hab mir die Haut genommen, die Farbe raus und nur die Struktur behalten und habe das halt relativ grob gelassen. Für die Bandagen waren wir überlegen, entweder machen wir das metallisch, dass wir wirklich wie so, ja, rüstungsmäßig was haben, haben uns dann aber entschlossen, weil wir die Zähne und die Rippen auch metallisch haben wollen, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist, dass wir sagen, okay, wir gehen Richtung Klamotten, wir machen da halt einfach Kleidung draus. Wir haben einen Stoff dann halt einfach genommen und haben da einfach eine Stofftextur drüber gelegt und wie gesagt, die Zangen und die Rippen haben wir dann einfach mit Metall versehen. Das ist jetzt der erste Versuch. Ich hatte das nach dem Rendern in Blender nochmal runtergenommen, weil die Metallic hier, wie ihr sie in Substance Painter seht, ist eigentlich relativ stumpf. Wenn ihr den ganzen Zeugs dann in Blender reinpackt, wird das sehr, sehr shiny und das war mir zu shiny, deswegen habe ich das später im Nachhinein vor meinem Rendern, die ihr dann am Ende sehen würdet, auch nochmal angepasst. Also nicht wundern. Ist generell eine Sache, Substance Painter hat ja andere Shader und andere Einstellungen, wie das halt auch dann Blender hat. Man kann es zwar für Blender rausrendern, aber es gibt immer noch ja, Unterschiede. Ihr werdet auch gleich sehen, wie ich das meine, dass die Materialien in Substance Painter anders dargestellt werden wie in Blender. Das hast du bei jedem Programm. Alle funktionieren immer ein bisschen anders und es ist immer schwierig, auch wenn man die halt wirklich für die Programme spezifisch rausrendern kann. Hatte ich so meine Struggle. Generell hatte ich Struggle in Blender, ist halt nochmal ein anderes Thema, weil ich mit dem Material-Aufbau oder dem Shader-Aufbau in Blender noch nicht so vertraut bin. Deswegen habe ich da ein bisschen gestruggelt, gerade was die Normal Map angeht. Da musst du eine Node zwischenschalten. Ich habe da noch nicht so die Einstellung gefunden, wie sie mir gefallen. Da müsste ich halt nachgucken. Das habe ich nicht gemacht, da war ich zu faul für. Ich habe einfach jetzt Try and Error geguckt, was okay aussieht und habe das erstmal behalten. Da werde ich mich mal ein bisschen informieren. Ich bin es eigentlich gewohnt, gerade Materials aufzusetzen in der Unreal Engine. Das ist halt das, was ich meistens mache. Und das ist halt ein bisschen anderer Aufbau, wie jetzt das, was im Blender funktioniert. Ja, aber ich habe es ja irgendwie funktioniert. Hat ja irgendwie geklappt und am Ende haben wir auch ein paar schöne Bilder. Und am Abspann zeige ich euch halt einfach nochmal ein paar Renderer, die ich halt auf Twitter und auf Instagram mit hochgeladen habe. Apropos, ihr könnt mir, wenn ihr Bilder sehen wollt, auch auf Twitter und Instagram folgen. Ich habe das alles unten in einem Linktree drin, da ist einfach mal alles verlinkt, weil es wird dann doch ein bisschen viel, weil ich irgendwie doch von allem irgendwie ein bisschen was mitnehme. Könnt da mal draufklicken, könnt mal gucken und euch die Lieblingsplattform raussuchen. Ich glaube, ich habe einiges. Ich habe nur nicht TikTok, ich verstehe TikTok nicht. Vielleicht kann man dann einer zeigen, vielleicht sollte man mal TikTok machen. Keine Ahnung. Ja. Wir sind jetzt auch fast am Ende. Ihr seht noch ein bisschen meinen Struggle mit den Materials. Ich habe das einmal gemacht. Also ich habe mir die Basis einmal für eine Textur gemacht und habe die dann halt einfach Copy-Paste für alle übernommen und halt die verschiedenen Texturen einfach eingefügt. Ist jetzt nicht so das Hexenwerk, bis auf die Normal Map, die habe ich nicht verstanden. Aber es sieht ja okay aus. Und damit würde ich sagen. Mission geglückt. Unsere erste Pokémon-Fusion ist gelungen. Ich plane noch mehr zu machen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr generell mal auf Twitch vorbeischauen. Wenn ich das live mache, könnt ihr auch Pokémon vorschlagen. Ihr könnt auch generell in die Kommentare schreiben, was halt lustig wäre. Welche Pokémon möchtet ihr denn fusioniert sehen? Ihr müsst auch nur eins nennen, einfach so random einfach ein Pokémon reinschreiben und ich suche mir dann was aus. Wie gesagt,
Ich hatte sehr viel Spaß dabei. Ich packe euch die Seite mit den Modellen unten rein und vielleicht sieht man sich auf Twitch und wir machen einfach mal zusammen Pokémon-Fusionen. Generell, ja, wird es da in die Richtung mehr geben. Ich will wieder mehr in den 3D-Bereich gehen, auch auf Twitch, dass wir da ein bisschen Blödsinn mitmachen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten. Auf Wiedersehen!